Im Frühjahr lief ich auf dem Drischendamm bei Friedrichskoog entlang. Ich war fasziniert von der unglaublichen Artenvielfalt im Wattenmeer. Tatsächlich zählt das Wattenmeer zu den artenreichsten Naturräumen auf diesem Planeten. Darum hat es die UNESCO 1998 zum Weltnaturerbe erklärt. Der Nationalpark Wattenmeer ist das größte zusammenhängende Naturerbe der Erde. Allerdings ist die schöne Landschaft bedroht. Auf der UNESCO-Konferenz in Riad 2023 wurde nämlich nicht nur das jüdische Viertel von Erfurt zum Weltkulturerbe erklärt, sondern auch der europäische Umgang mit dem Weltnaturerbe Wattenmeer kritisiert. Das Wattenmeer ist nämlich leider nicht nur wegen seiner Biodiversität interessant, sondern auch wegen seiner Öl- und Gasvorkommen. Vielen meiner Zuschauer ist sicherlich die Bohrinsel Mittelplatte ein Begriff. Zu deren Geschichte verlinke ich mal oben was in den Infokarten. Es soll aber noch weiter nach Gas und Öl gebohrt werden. Ziel ist es, weiterhin autark fossile Brennstoffe in der Nordsee zu suchen. Das dürfen wir nicht zulassen. Durch eine Förderung von Gas und Öl im Wattenmeer werden nicht nur Teile der Fauna, Flora und Fungi zerstört, sondern auch der anthropogen verursachte Klimawandel angeheizt, was ebenfalls dem Weltnaturerbe Wattenmeer schadet. Leider hat es nichtsdestotrotz bis heute kaum einen Aufschrei deswegen gegeben. Dabei sollte jeder sich doch für den Erhalt des Wattenmeers aussprechen. Wir können Energie erzeugen, ohne dass wir das Wattenmeer zerstören müssen. Das Wattenmeer darf nicht sterben. Aktuell setzen sich nur wenige Politiker dafür ein, weitere Bohrungen zu verhindern. Tatsächlich verfolgt aktuell aber das Land Schleswig-Holstein eine Strategie, die den Schutzstatus weiterhin erhalten soll und will Ölbohrungen ab 2026 endgültig verhindern. Die UNESCO wünscht sich aber ein sofortiges Handeln. Das Wattenmeer darf nicht sterben. Das Wattenmeer darf seinen Welterbestatus nicht verlieren. Helft mit und setzt euch ein. Teilt dieses Video in die sozialen Netzwerke. Hier verlinke ich auch noch ein weiteres Video zur besonderen Biodiversität des Wattenmeeres. Teilt auch dieses möglichst überall. Je mehr wir erreichen, desto mehr werden wir es tun. Für mehr Infos abonniert gerne auch meinen Kanal. Ich schaue, ob ich euch auf dem Laufenden halten kann. Allgemein bekommt ihr bei mir ganz viele Infos, warum Umweltplanung so wichtig ist und wie man in der Stadtplanung mehr für Klima- und Umweltschutz tun kann oder auch schon tut. Wetterbedingt konnte ich leider nicht persönlich ans Meer herausfahren und habe stattdessen altes Archivmaterial von mir genutzt. Bei dem aktuell starken Wind und Regen ist nämlich ständig Sturmflut gemeldet. Vielleicht sieht man aber ja bei besserem Wetter den einen oder anderen von euch den nächsten Wattenmeer. Und vielleicht bleibt der Schutzstatus des Wattenmeers auch erhalten. Das Wattenmeer darf nicht sterben. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao!